Achtung! Im Gleichschritt Marsch! Na los, vorwärts! Warte! Wieso? Was ist denn, Sir? Meine Einheit besteht in der Regel aus Menschenschätzchen. Interessieren sich eigentlich weibliche Vampire noch für Männer? Hat der neue Truppenführer das Kommando schon übernommen? Er ist uns vom SAS überstellt worden und sollte seiner Aufgabe gewachsen sein. Gott und die Königin sei mit Ihnen. Amen. Amen. Nun, Walter? Bitte sehen Sie sich das an, Lady Integra. Was ist das? Ein sogenanntes Snuff-Video, das zurzeit im Internet kursiert. Anscheinend gibt es Leute, die sich an der Hinrichtung eines Menschen ergötzen können. Das ist nichts Neues. Verändert hat sich die Verbreitungsform. Durch das Internet hat man leichter Zugang zu solch abstoßenden Dingen. Ja, Sie haben recht. Doch bei diesem Film wurde kein gewöhnlicher Mord aufgezeichnet. Sehen Sie, das Wappen der Hellsing-Organisation, vermutlich der kürzlich verstorbene Garrus. Die lokale Polizei hat den Tatort abgeriegelt. Code B. Feindliche Zielobjekte sind im Besitz illegaler Waffen. Berichten Sie weiter. Es gibt bedauerlicherweise keinen Anhaltspunkt, der eine eindeutige Identifizierung des Tatorts ermöglicht. Aber es ist vermutlich derselbe wie bei dem Coventry-Zwischenfall vor 3 Wochen. Wie viele Menschen haben den Film gesehen? Schwer zu sagen. Er wurde vorgestern veröffentlicht, allerdings nur für 24 Stunden. Der Zugang erfolgt über einen versteckten Link. Das Internet bietet leider die Möglichkeit, Informationen so zu verbreiten, dass der Urheber nicht zu ermitteln ist. Wer macht so etwas? Die Boulevardpresse und ein billiger Privatsender haben über den Film berichtet. Jede weitere Berichterstattung wird über die Medienverwaltung verhindert. Das gemeine Volk darf nichts von der Existenz des königlich-protestantischen Ritterordens erfahren. Städtler-Einheit, Sturmangriff! Ihr habt genau 15 Minuten. Die Zeit läuft. Ich erwarte eine Erfolgsmeldung in 10 Minuten. Verstanden? Victoria, du willst doch hier wohl nicht nur Rückendeckung geben. Das hatte ich nicht vor. Gut, dann nimm aber lieber die hier. Das MI5 scheint sich eingeschaltet zu haben. Nur Menschen haben das Hobby vergnügt zuzusehen, wenn ihresgleichen massakriert wird. Walter. Stets zu Diensten, Meister Alucard. Diese Waffe ist ein todbringendes Instrument für Pseudovampire, Walter. Das ist mir bewusst. Ich fürchte, ich brauche noch ein wenig Zeit. Ich warte voller Sehnsucht. Alucard. Ich kenne nur 2 Welten, das Diesseits und das Jenseits. Bezüglich dieser von Menschen geschaffenen neuen Welt Internet fühle ich mich nicht kompetent. Es gibt keine neue Welt. Auf ein baldiges Wiedersehen, liebe Lady Integra. Ich gehe jetzt rein. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er zum Ghoul wird. Los, weiter! Lady Integra, Sie sollten einen Blick auf den Fernseher werfen. Hauptquartier. Hier, Ferguson? Was? Habe verstanden. Die Person wird entfernt. Stadler!
Sie sehen eine Live-Übertragung aus Camden, wo in diesem Moment angebliche Regierungstruppen mit Waffengewalt gegen Zivilisten vorgehen. Eine Live-Übertragung einer unserer streng geheimen Aktionen. Wie konnte es dazu kommen? Mir wurde berichtet, dass man sich bereits um den Sender kümmert. Ist das Sabotage? Oder einfach nur ein unglücklicher Zufall? Es handelt sich hierbei jedoch nicht um gewöhnliche Kriminelle. Einschlägigen Quellen zufolge soll es sich um Vampire handeln. Eine offizielle Stellungnahme der Behörden steht jedoch noch aus. Damit die ganze Welt diese unglaublichen Bilder zu sehen bekommt, speiste sie heute ein mutiger Bürger live per Webcam ins Internet. Als neutrale Medienanstalt und vor allem aus Liebe zu unserem Vaterland betrachten wir es als unsere Pflicht, über die unfassbaren Vorkommnisse zu berichten. Was gibt's denn? Grauenvoll. Sowjet eliminieren! Oh oh. Sie haben sich anscheinend im dritten Stock verschanzt. Verstanden, bin schon zur Stelle. Victoria, kümmere dich um die kleine Ratte im Untergeschoss. Was? Stümperhaft, Ferguson. Ich bitte um Verzeihung, Lady Integra. Die kleine Ratte wird soeben beseitigt. Hey, Captain Stadler! Was ist? Sie haben gewusst, wo die Zombies sich aufhielten, nicht wahr? Warum haben Sie uns diese Information vorenthalten? Wir waren die Vorhut! Du bist ja ziemlich temperamentvoll für eine untote Victoria, Schatz. Hast wohl Durst auf mein Blut, hä? Du willst mich doch nicht etwa verdächtigen. Der Name des inhaftierten Mannes ist Flash. Jedenfalls ist er unter diesem Namen in der einschlägigen Untergrundszene bekannt. Er scheint tatsächlich ein Einzelgänger zu sein. Weder das Verhör noch die wiederholten Tests am Lügendetektor haben Hinweise darauf ergeben, dass er Handlanger irgendeiner Organisation ist. Was ihn zu der Tat motiviert hat, war einzig und allein der Wunsch, seine perversen Gelüste auch anderen Menschen zu zeigen. Leider gibt es viele Leute, die seine voyeuristische Neigung teilen und die auch über entsprechende Mittel verfügen, sie zu befriedigen. Als Privatsender sichern wir uns mit Sensationen unsere Einschaltquoten. Aber Bilder, bei denen unser Vorstand nervös wird, können wir uns nicht leisten. Dieser Vampirbericht. Sowas geht einfach nicht. Mach von mir aus einen Bericht über UFOs oder das Monster von Loch Ness, aber keinen über Vampire. Thank you.
Ich war der Meinung, dass dieser Fall für die Hellsing-Organisation erledigt ist. Ich glaube, Sie sollten mir sagen, für welche Behörde Sie arbeiten. Angriff ist die beste Verteidigung. Wir müssen hier Nachforschungen anstellen. Sie sollten das Revier eines anderen respektieren. Einverstanden? Hier ist eine Kamera installiert. Das bedeutet ja wohl, dass Flash wusste, wo sich die Vampire aufhalten. Verzeihen Sie, aber ich denke, die Rekonstruktion der Ereignisse fällt in unseren Aufgabenbereich. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie wollen mich wohl mit billigen Sprüchen abspeisen, hm? Sie überschreiten mit Ihrer Anwesenheit am Tatort weit die Kompetenzen der Hellsing-Organisation. Ich muss Sie auffordern zu gehen. Was läuft hier eigentlich? Stadler wusste doch auch, dass die Vampire sich im dritten Stock aufhielten. Sind das nicht genug Indizien, um zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, Fräulein Polizistin? Meister! Ich weiß wirklich nicht, was ihr meint. Was soll falsch daran sein, wenn man zuschaut, wie jemand getötet wird? Man ist doch nur passiver Zeuge. Wenn es unmoralisch ist, zuzugucken, wenn Menschen sich gegenseitig töten, wie ist es dann aber, wenn ein unmenschliches Wesen einen Menschen tötet? Dann gilt das doch wohl nicht, oder? Hey Mann, du hast mir etwas versprochen. Du hast mir gesagt, dass ich mir ab heute mein Dope nicht mehr für teures Geld kaufen muss und dass ich aber trotzdem auf meine Kosten komme. Einen Tomatensaft. Ja, genau. Und was jetzt, Silas Victoria? Danke. Oh, da habe ich mir ja was richtig Leckeres bestellt. Tomatensaft. Gut, man muss ja nicht immer voll drauf sein, oder? Ich meine, man ist ja bescheiden. Aber sag mal, altes Haus, was soll denn die Kamera da? Was erwartest du von mir? Sag mir, was ich tun soll. Nicht so grob anfassen. Auf so etwas reagiere ich allergisch. Oh, bist du pervers? Bei sowas mache ich nicht mit, verstanden? Lass mich sofort los! Glaubst du wirklich, es ist erbaulich, wenn du deine unappetitliche Fratze in die Kamera hältst? Wer bist du, Fremder? Du kannst offensichtlich mit deiner Existenzform nichts anderes machen, als damit anzugeben. Das ziemt sich nicht. Leute, also ich hab keinen Bock auf Stress. Seid bitte friedlich, ja? Wie impulsiv geht man denn so leichtsinnig mit seinen Stars um? Schnauze, du redest zu viel. Du bist wirklich eine Schande für uns, Kleiner. Hast dich selbst zu einem Objekt der Schaulust für die Menschen degradiert. Nun ja, meine Wenigkeit steht selbst im Dienste eines Menschen. Aber es muss dennoch sein. Oh, wir waren nur sein Publikum. Wir sind unschuldig. Das ist dieser Vampir. Er ist das Haustier der Hellsings. Ihr seid wirklich abartig. Ich werde es nie schaffen, euch Menschen zu verstehen. Oh, bitte tu's nicht! Nicht schießen! Meister! Die beiden müssen verurteilt und bestraft werden, aber von Menschen. Du hast völlig recht.
Ich habe ein faires Verfahren verdient. Schließlich habe ich meine Befehle immer treu ausgeführt. Ich würde sie gerne erschießen. Das wäre mir ein Vergnügen. Victoria, ab hier werden wir übernehmen. Gute Arbeit. Kommen Sie zur Vernunft, Ferguson. Warum wollen Sie wieder und wieder Ihr Leben aufs Spiel setzen für eine Organisation, die offiziell nicht mal existiert? Mir ist neu, dass Sie solche Gedanken hegen, Stadler. Ich durfte es der Öffentlichkeit nicht vorenthalten. Ich meine, das Publikum hat ein Recht auf Information, oder? Finden Sie nicht auch? Ich finde, Sie haben sich mitschuldig gemacht. Wieso? Ich bin nicht für diese scheußlichen Inszenierungen verantwortlich. Dieser Perversling da hat sie ins Internet gestellt. Was machen wir mit ihr? Wir müssen selbstverständlich vorschriftsmäßig vorgehen und sie der Polizei übergeben. Aber kein menschliches Wesen kann sie von ihrer schweren Sünde befreien. Nun denn, wenn das so ist, dann werde ich mich am besten ihrer annehmen. Bitte nicht. Weißt du, ich bin ein wenig unterernährt. Hilf mir bitte, meinen Durst zu löschen. Oh.
In der nächsten Folge wird meine wahre Identität aufgedeckt. Das reicht. Die nächste Folge Hellsing heißt... In Wirklichkeit bin ich... Bruderschaft. Ah, warte.